Und Sie wollen die besonders fördern als Landwirte. Was stellen Sie sich da also vor für junge Unternehmen, damit die anfangen können zu florieren? Also da muss zunächst erstmal die Bürokratie und die formalen Voraussetzungen, die müssen absolut entschlankt werden. Es nutzt ja nichts, wenn man einen jungen Menschen hat, der eine super tolle Idee hat, aber nicht in der Lage ist, seine Idee auch nur ansatzweise zu verwirklichen, weil er Behördengänge und Formulare und Richtlinien und. In den Vereinigten Staaten, jemand hat eine tolle Idee, der fängt ja in seiner Garage an. Hier würde man noch nicht mal das Tor aufbekommen, da stünde wahrscheinlich schon das Ordnungsamt da und würde alles wieder sofort schließen.